Wir wurden heute Nacht gegen 0 Uhr angerufen, weil es einen Zusammenstoß zwischen einem ICE und einem VW Polo am Bahnübergang Ollenhauer Straße-Dottendorfer Straße gegeben hat. Die Kollegen konnten vor Ort feststellen, dass das Fahrzeug augenscheinlich zum Unfallzeitpunkt nicht besetzt gewesen ist. Wir haben entsprechend im Umfeld gesucht und auch weitere Ermittlungen an der Halteanschrift des PKW durchgeführt. In die Maßnahmen war auch ein Hubschrauber eingebunden, der die Strecke der Bahn mit Wärmebildkamera abgesucht hat. Bei dem Zusammenprall zwischen diesem VW Polo und dem Zug erlitt der Bahnfahrer einen Schock. Weitere Fahrgäste, die sich zur Zeit in diesem Zug befunden haben, wurden nicht verletzt. Nach bisherigem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass das Fahrzeug sich vor dem Unfall eben auf der Bahnstrecke befunden hat. Wie es dorthin gekommen ist, dazu dauern unsere Ermittlungen noch an. Ein Zeuge, der die Nahum-Goldmann-Allee zu dieser Zeit befahren hat, hat kurz vor dem Zusammenprall eine Person beobachtet, die eben auf der Straße in Richtung Süden gerannt ist. Kurz darauf gab es den Zusammenprall zwischen dem ICE und diesem Volkswagen. Im Rahmen der ersten Ermittlungen ist auch die Halteanschrift aufgesucht worden. Den Fahrzeughalter konnten wir hierbei nicht antreffen. Unsere Ermittlungen in diese Richtung dauern auch an. Das Verkehrskommissariat 2 der Bonner Polizei hat die Ermittlungen in dem Sachverhalt übernommen. Die Kollegen bitten insbesondere um Hinweise zu der Person, die dort auf der Nahum-Goldmann-Allee gesehen wurde, beziehungsweise auch natürlich zu weiteren Zeugen, die eben verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit diesem Zusammenprall gemacht haben. Der Zeuge, der eben dieses Geschehen beobachtet hat, hat zuvor auf der Nahum-Goldmann-Allee eine Person, einen Mann, 1,70 Meter groß, kurze dunkle Haare und dunkle Jacke beobachtet. Wir bitten uns auch Hinweise zu dieser Person, da möglicherweise ein Zusammenhang zu dem Geschehen bestehen kann. Glücklicherweise gab es keine weiteren verletzten Personen innerhalb des Zuges. Der Triebfahrzeugführer erlitt einen Schock, musste aber erstmal nicht zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Durch den Zusammenprall wurde das beteiligte Fahrzeug total zerstört. Ist in der Folge natürlich auch ein Trümmerfeld vor Ort sichtbar gewesen. Das Fahrzeug wurde von uns sichergestellt und die Ermittlungen zum Hintergrund dauern an. Ja, gegen 0.15 Uhr wurden die Kräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst hier zur Ollenhauer Straße zu einem Verkehrsunfall am Bahnübergang alarmiert. Dort hat ein herannahender ICE einen PKW erfasst. In diesem PKW befand sich nach jetzigem Erkenntnisstand keine Person, sodass es lediglich zu einem Sachschaden gekommen ist. Ja, die Kollegen haben vor Ort einen total zerstörten PKW auf den Bahngleisen vorgefunden, in dem augenscheinlich keine Person drin saß. Unsere Maßnahmen haben sich bis jetzt lediglich darauf beschränkt, die Einsatzstelle für die Polizei auszuleuchten. Ja, und im weiteren Verlauf werden wir die Bahn bei der Evakuierung des ICEs unterstützen. Nach unserem Erkenntnisstand waren die Schranken beim Überqueren der Gleise des ICEs geschlossen. Richtig, es sind von uns zwei Einsatzkräfte mit Wärmebildkamera die Bahntrasse abgegangen und haben nach eventuellen Wärmequellen gesucht, die nicht gefunden wurden, sodass wir davon ausgehen, dass im näheren Umfeld keine Person gefunden wird. Ja, das denkt man sicherlich bei so einem Unfallereignis mit so einem Ausmaß, wenn man die Zerstörung des PKW sieht, ja, wie gut, dass keiner drin gesessen hat. Es handelt sich um einen ICE der Deutschen Bahn. In dem ICE saßen ca. 80 Fahrgäste. Der Lokführer wurde rettungsdienstlich gesichtet, medizinisch betreut, braucht aber keine weitere Behandlung. Ja, da kann man von ausgehen, dass bei so einem Unfallereignis das nicht unbemerkt auch bei den Fahrgästen ankommt. Die Fahrgäste an sich sind soweit fit, die wurden alle einmal vom Rettungsdienst gesichtet, werden aktuell vom Bahnpersonal betreut. Ja, da muss man schon Vorsicht walten lassen. Bei solchen Ereignissen läuft auch eine Regelkette ab und die Deutsche Bahn sperrt diese Bahntrasse und genau auf diese Bahnsperrung warten wir mit einer schriftlichen Bestätigung, die bei uns in der Leitstelle eingeht, dann an die Einsatzkräfte weitergegeben wird und dann können wir auch sicher im Gleisbereich arbeiten. Also das, was man an dem PKW erkennen kann, handelt sich um einen VW Polo. Der ist natürlich auf der Fahrerseite total zerstört. Das Lenkrad befindet sich fast auf Beifahrerseite. Man kann von Glück sprechen, dass es hier keine Toten und Verletzten gegeben hat, weil halt keiner im PKW gesessen hat. Ja.